Die Baracken sind zu. Ich loote es einfach mal. Ich hoffe, dass hier keiner ist. Wenn hier einer ist, dann habe ich ein Problem. Wenn hier keiner ist, schaffe ich mir vielleicht eine Waffe zu nehmen. Wir machen einfach so. Wir laufen einmal durch und machen alles auf. Und ich glaub's nicht. Hier ist, glaube ich, wirklich noch niemand gewesen. Sind das Stiefel? Oh ja, Combat Boots. Ich hoffe, die helfen auf jeden Fall gegen nasse Füße. Dass ich nicht immer so schnell erkältet werde. Oh Gott, wir haben ein Backpack gefunden. Auch wenn wir jetzt extrem von Weitem gesehen werden, weil der so bunt ist. Wir können da so viele Sachen mit reintun. Das glaubt ihr gar nicht. Werden wir auch gleich erstmal machen. Was haben wir hier? Military Bullet Alive Blue. Sollen wir das anziehen? Boah, nee, das ist zu auffällig. Das ist zu auffällig. Obwohl, doch, komm. Nee, nein. Können wir nicht machen. Sorry, Leute. Können wir nicht machen. Ein bisschen Sicherheit müssen wir ja auch haben. So, jetzt nehmen wir das hier. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass hier noch keine war. Normalerweise sind das mal die Anlaufgebiete und der Server. Der ist schon ja, also der ist mindestens 2 Stunden an, weil ich schon seit 2 Stunden hier spiele. Jetzt haben wir hier noch eine Gasmaske. Haben eine Tasche, die ein bisschen weniger sich. Lass mal gucken. 30 gegen 35. Wir nehmen, glaube ich, die 30er Tasche mit. Nein. Wir machen so und dann so. Nehmen wir die Tasche. Ja, also die Tasche ist cool, aber. Ich weiß nicht. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Jetzt können wir Brown Hoodie. Grey Pants. Jawohl, die ziehen wir. Oh mein Gott, das ist ja richtig gut. Packen wir alles. So. Machen wir so. Und eine Pistole. Sehr schön. 1911. Die packen wir da rein. Jetzt haben wir die Munition nicht mehr da mitgenommen. Oh Gottchen. Da oben ist aber Munition. Bitte. Haben wir es genommen? Jawohl. Kann ich jetzt nachladen? Mach mal leer. Doesn't fit in here. Nein, die passt nicht da rein. Das heißt also, wir müssen weiter noch mit der Axt rumlaufen, auch wenn wir schon Waffen haben. Wir gucken nochmal da oben, vielleicht finden wir ja noch was. Weil wir haben einfach nicht genug Munition, aber wir haben auf jeden Fall eine Tasche gefunden. Wir sind schon mal unserem Ziel ein Stück näher gekommen. Wir können jetzt nämlich viel mehr Sachen mitnehmen. Hier haben wir wieder was, hier haben wir wieder was. Was haben wir da gefunden? Shotgun. Okay, nehmen wir trotzdem mit. Vielleicht finden wir eine Shotgun, weil dann müssen wir sagen, okay, eine Mosin ist schön und gut. Damit können wir snipern, aber ne? Lieber eine Waffe finden, die wir benutzen können, also dann eine Shotgun, als gar keine oder eine halbe Waffe. So, hier scheint auch keiner gewesen zu sein. Okay, so eine könnte man wiederum anziehen. Ja, so eine ziehen wir an. Ich möchte Ihnen nochmal einen Screenshot machen, gleich. Wie wir uns entwickelt haben. Das ist ja cool. Auf jeden Fall eine gute Idee, nochmal hier hinzugehen. Jetzt gucken wir, ob wir oben noch was finden. Damals gab es hier so einen Bug, dass man durch die Wand durchlaufen konnte. Hier ist wieder so eine Tasche. Lass mal da liegen. Gucken wir erstmal hier. Was ist das? Ist das eine. Oh, was zur Hölle? Können wir die nachladen? Doesn't fit here. Okay. Das ist, glaube ich, richtige Sniper-Magazine. Und ein Revolver. Den nehmen wir auch einfach mit. Wir gucken einfach, ob wir irgendwas hier nachladen können.
Ne. Funktioniert nicht. Schade. Sonst kann man hier nichts mehr mitnehmen. Sonst kommt. Nein. Sonst kann man hier leider. Kann man das da oben noch öffnen? Ich glaube, diese Tür konnte man nicht mehr öffnen. Okay, dann waren wir hier überall. Dann schnell hier weg, bevor hier jetzt sich jemand einloggt. Ja, meine Kleidung ist durch. Glaube ich dir nicht. Du lügst. Ich glaube nicht, dass meine Kleidung hier durch ist. Durchgenässt. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Hier sind nämlich die Türen offen und hier war ich nicht. Da haben wir eine Waffe, da haben wir eine Waffe gefunden. Black Cargo Pants. Warum Black Cargo Pants? Mach mal so. So und so. Jetzt kann ich mir nicht mehr sagen, die sind durchgeweicht. Jetzt habe ich hier eben eine M4 gesehen. Ich möchte die M4 haben. Was ist das? Oh Gott, sogar sowas noch. Da packt man sogar die Gun dann hinzu. Also wir equippen uns hier ganz schön. Wir equippen uns hier ganz schön. Und jetzt habe ich die Gun gesehen. M4A1 ist schön und gut, dass sie da ist. Aber wir haben immer noch kein Magazin dafür. Was haben wir da? Da haben wir. Injection Wire. Was ist das? Okay, Antibiotika. Ganz cool. Kann man immer mal gebrauchen. Und jetzt wollen wir hier auch schleunigst verschwinden. Also, was uns fehlt, ist ein Magazin. Wir haben Waffen gefunden, ja. Wir haben Munition gefunden, ja. Aber uns fehlt einfach das Magazin. Ich frage mich, ob man... Oh Gott, jetzt habe ich ein bisschen... Jetzt habe ich Müll gemacht. Das war nicht gut, was ich gemacht habe. Wir laufen jetzt einfach mal quer zum Nordwest R4. Das hier habe ich gemacht. Ich habe es abgebaut. Jetzt frage ich mich, kann ich das echt nicht einzeln nachladen? Hat das geklappt? Naja, hat nicht. Doesn't fit hier. Shotgun wahrscheinlich auch nicht. Nee. Okay, dann tun wir die Munition da rein. Es war trotzdem gut zu wissen. Ich hoffe, ich laufe überhaupt richtig. Ich habe meinen Kompass abgelegt. Jetzt muss ich mal überlegen. Da kommt zu mir. Ne, da vorne, da oben muss ich hin. Ich habe mich verlaufen. Da ist Vibor. Bin ich falsch gelaufen. Ich sehe da diese Strommesse. Es gibt. Wir haben ja angefangen, jetzt Origins zu spielen. Bei Origins gibt es jetzt neue Gebäude, die kann man zum Beispiel nur unter oder an diesen Strommisten bauen. Deswegen kann man jetzt zum Beispiel, oder ist es unklug, wenn man seine Gebäude anfängt, irgendwie am Strand zu bauen. Weil dann kann man ja nicht alle Gebäude bauen und das wäre blöd. Deswegen, wir haben uns eine coole Base gebaut, aber zurzeit sind alle Origins-Server extrem überlastet. Wegen dem letzten Origins-Update leckt übertrieben. Schau mal, wie viele Leute hier noch drauf sind. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ich bin gespannt. Origins. Ich glaube, bei Origins hatte ich den meisten Spaß bisher. Aber ist auch schon länger her. Also das war, wo wir wirklich so damals noch eine übertrieben große Base gebaut haben. Mit dem Sektor B, wo man ihn auch jeden Tag rainen konnte und so, wo der nicht so OP war. Das war schon geil. Da muss man sagen, das war schon extrem geil. Wir gehen jetzt nochmal. Ich überlege, gehen wir... Ne, Vibor ist auch so weit weg. Wir laufen da vorne hin, das ist schon das Militärgebiet. Und ich bin bisher noch keinem einzigen Spieler begegnet. Man kann sagen, was man... Ich glaube, sobald ich da vorne angekommen bin, einmal was gelootet habe,
werde ich auf, wieder auf einen vollen Server connecten. Als ich hier connected bin, war der ja voll. Ihr müsst mir unbedingt sagen, wie ich diese Soap-Trick bekomme. Ich weiß es einfach nicht. Ich finde, tarnungsmäßig sehe ich schon super aus. Ich kann ja mal hier nochmal so ein Foto machen. Jawohl. Ich muss das noch umbelegen, weil ich habe Foto bei mir. Also ich mache Screenshot immer mit der Pfeiltaste auf. Und Pfeiltaste auf ist ja auch zeitgleich nach geradeaus gehen. Deswegen geht der immer so ein Stück vorwärts, wenn ich einen Screenshot machen möchte. Nur diese Straße 4 zum Nordwest, R4. Aber wir gehen durch ein geheimes Loch. Naja, so geheim ist es nicht. Anscheinend, wahrscheinlich kennt das jeder, der schon mal im Nordwest Airfield war. Aber da gibt es immer wieder Löcher in den Steinwänden. Und da werden wir reingehen. Da werden wir durchgehen und das Airfield betreten. Bisher haben wir auch keine Schüsse gehört. Das ist gut. Aber auch schlecht, ne? Weil wenn wir keinen Spieler begegnen, es ist nicht immer gut so alleine durch, ja, alleine. Ich weiß nicht, wenn ein Zombie-Apokalypse da wäre, ich würde niemals alleine überleben. So, ich würde mir immer jemanden suchen, so eine kleine Truppe, so mindestens 3, 4 Mann, um zusammen zu überleben. Weil man weiß ja nie, wenn auf einmal so eine Horde Zombies kommt oder so, bist du alleine ja machtlos. Außerdem brauchst du ja auch mal, wenn du schlafen gehst oder so, ja, wie soll ich sagen, so. Ihr müsst euch ja abwechseln, so mit Lager bewachen und so. Also allgemein, ich denke, man sollte schon so eine große Truppe bilden. Nicht allzu groß, weil man muss ja auch Essen teilen. Und bei so einer Zombie-Apokalypse ist es extrem schwer, Essen. Was heißt so, ne? Ich meine, umso länger. Oh Gott, was ist denn da hinten? Umso länger, sag ich mal, die Zombie-Apokalypse stattfindet, ne, desto mehr Häuser werden geplündert und irgendwann wird auch das Essen knapp. Wenn man davon ausgeht, dass man nichts anbaut. So, ich nehme im Militärgebiet meine Waffe. Weil ich habe, ich weiß wirklich nicht, wie gefährlich das hier ist. Ich rechne immer mit dem Schlimmsten, dass ich hier am Looten bin. Auf einmal kommt jemand rein. Aber das sieht auf jeden Fall nicht gelootet aus. Das ist gut für uns. Wir können jetzt hier wirklich alles mitnehmen. Alles, was wir finden, können wir mitnehmen. So, hier haben wir nochmal Spring Hand. Ne, wir haben gute Hosen. Oben ist so ein Militärhelm. Oh, haben wir da ein, was haben wir da? Oh, ich glaube, da haben wir wieder was Neues gefunden. Empty. Revolver-Magazine. Oh ja. Oh ja. Wir haben einen Revolver gefunden. Und Revolver-Magazine. Das ist super. Können wir gleich an dem ersten Zombie mal testen. Hier noch Salinbeck, nehmen wir auch mit. Salinbeck braucht man, glaube ich, um Blood Transfusion zu geben. Soweit ich mich noch erinnern kann. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt einen Revolver in der Hand. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde gleich einen Zombie abknallen. Ich möchte zwei Sachen testen. Ich möchte wissen, wie viel Schuss in so einem Revolver sind. Oh Gott, was passiert? Ich kann nicht mal nach rechts und nach links wechseln. Meine Maus geht nicht mal nach rechts und nach links. Ich habe F gedrückt. Das ist ärgerlich. Das ist extrem ärgerlich. Ich werde mal schauen, was ich gemacht habe. Ich hoffe, ich muss hier nicht einmal reconnecten. So, meine Maus ist wieder da. Ich weiß nicht, was da los war. Ich habe jetzt einfach mal den USB-Stecker rein und rausgezogen von der Maus. Ich habe F gedrückt und auf einmal war die Maus weg.
Wurde nicht mehr erkannt. So, hier haben wir wieder was Neues. Painkiller. Oh mein Gott. Painkiller nehmen wir aber mit. Das hier können wir so machen. Das hier können wir so machen. Wieso können wir die Ah, okay, weil wir die wahrscheinlich benutzen. So, das packen wir dahin, damit wir schnell nachladen können. Ist ja auch wichtig. Ich glaube, die Magazine muss man noch einzeln nachladen. Ich glaube, das geht nicht mit R nachzuladen. Jetzt gucken wir, ob wir hier noch was Schönes finden. Oh, da haben wir wieder was Schönes. Da haben wir wieder was Schönes gefunden. Okay, Shotgun-Magazine können wir eigentlich hier liegen lassen. Glauben wir nicht. Aber da ist was. Da habe ich... Was ist das für ein Kit? A Rocket Size Universal Swing Kit comes handy for patching various clothes. Ich glaube, damit kann man Kleidung färben. Was habe ich da jetzt gemacht? Okay. Ich mache mir mal einen Screenshot. Gehen wir mal ein Stück vor hier so. Zack. Man weiß ja nie, wofür man die Screenshots immer braucht. Jetzt gehen wir hier weiter nach oben. Schauen wir mal, was hier noch geht so. Hier noch mehr Magazine. Oder was ist das? Ne, das Essen. Nehmen wir alles mit? Oh, und hier ist mega viel Loot. Hier war schon jemand. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand war. Wieso soll hier sonst so viel Loot auf einmal sein? Was haben wir hier? Okay. Das ist ein Epipen, glaube ich. Mit dem Epipen sollte ich jemand wiederbeleben können. Das heißt nicht wiederbeleben, sondern wenn er ohnmächtig ist, sollte ich ihn einfach wachrütteln. Wach machen können. Und da haben wir was, was ich brauche. Jetzt kommen wir zu den interessanten Sachen. Habe ich es verbuggt? Ich habe es verbuggt. Nein, bitte nicht. Okay, da haben wir es nochmal. Ich habe es aber auch mit dem Verbuggen. Jetzt mache ich etwas, womit ich unglücklich bin. Das habe ich wieder. Ich verbugg die ganze Zeit was. Ah doch, da ist es. Wo ist die Waffe? Da ist die Waffe. Ne, die kann ich ja nicht benutzen. Okay, ich kann die Waffe nicht mitnehmen. Da, ich hab das Magazin gefunden. Zweimal 40er Magazine. Das ist super. Was haben wir da oben? Duct Tape nehmen wir auch mal mit. Die Mosin würde ich schon gern mitnehmen, aber es geht nicht. Geht einfach nicht. Es wäre nicht. Es wäre unklug. Können wir mal die Handschuhe hier wechseln? Schwarze Handschuhe passen zu unserem Design besser. Okay. Das ist blöd eigentlich, dass ich die Mosin nehme. Da lasse. Ich will ja mit der Mosin schießen, aber man muss auch sagen, wenn man schon eine M4 in die Hand gedrückt bekommt, mit sogar zwei Magazinen, zwei 40er Magazinen, dann darf man nicht Nein sagen. Wer da Nein sagt, der ist selber schuld. Jetzt machen wir vielleicht etwas Unkluges, und zwar werden wir jetzt quer übers Airfield laufen, nachdem wir das ganze Gear gefunden haben. Aber der Server ist so nett. Das ist wieder so eine Sache, die mich stört. Aber hier sind auch extrem wenig Zombies. Ich behaupte mal einfach, dass die Sachen ungelootet waren.
weil die Häuser noch alle zu waren. Aber mich stört's wirklich. Upsala. Mich stört's wirklich, dass ich hier keinen begegne. Jo Leute, danke, dass ihr erstmal zu Ende geschaut habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Kommentar da oder eine positive Bewertung. Außerdem habt ihr jetzt hier oben die Möglichkeit, auf ein DayZ-Mod-Video zu gelangen und unten die letzte Folge von der letzten Standalone. Haut raus!